Und kommen zum Abstimmungsverfahren. Den Gong habe ich bereits mehrfach getätigt. Darf die parlamentarischen Geschäftsführer fragen, alle nicken. Wir können damit also mit den Abstimmungen beginnen. Es ist das übliche Verfahren. Die Reihenfolge der Abstimmung entspricht der Reihenfolge der Aufrufe am heutigen Tag. Ich beginne mit dem Tagesordnungspunkt 57, Antrag der Abg. Frank-Thilo Becher und Kollegen. Humanitäre Aufnahme von Flüchtlingen in Hessen, 2, Drucksache 20-3683. Wer dem Antrag zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist DIE LINKE, die SPD. Wer ist dagegen? Das ist die AfD, die Freien Demokraten, die CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und die fraktionslose Abgeordnete. Enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Damit ist der Antrag abgelehnt. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 92, der Dringliche Antrag der Fraktion der SPD betreffend Verlängerung des Kurzarbeitergeldes, Drucksache 20-3776. Wer dem Dringlichen Antrag zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion DIE LINKE, die SPD. Wer ist dagegen? Die AfD, die CDU, die GRÜNEN und die fraktionslose Abgeordnete. Wer enthält sich der Stimme? Das ist die Fraktion der Freien Demokraten. Damit ist der Dringliche Antrag abgelehnt. Wir kommen damit zum Tagesordnungspunkt 48. Das ist der Antrag Fraktion DIE LINKE. Wer Straßen sät, wird Verkehr ernten, Drucksache 20-3467. Hier ist namentliche Abstimmung durch die Fraktion DIE LINKE beantragt. Ich bitte die Schriftführer, ihre Akten zu zücken und gebe Ihnen gleich das Wort. Ich will aber noch darauf hinweisen, Sie beide, dass entschuldigt fehlen der Abg. Garf, die Abg. Regine Müller, der Abg. Dr. Rahn, die Abg. Claudia Papst-Dippel ab 18.30 Uhr und der Abg. Rolf Kahnt ab 16.30 Uhr. Bitte, Kollege Günther Rudolph. Ja. Ja, Herr Präsident, den Kollegen Kummer müssen wir auch noch entschuldigen. Kummer, Gerald Kummer, entschuldigen. Kollege Kummer ist auch entsprechend entschuldigt. Dann würde ich vorschlagen, dass wir Frau Schad-Sauer und der Kollege Hahn sind auch entschuldigt. Alles klar. Weitere Entschuldigungen gibt es soweit nicht. Dann würde ich vorschlagen, aber ich bitte auch insbesondere um Ruhe jetzt bei der namentlichen Abstimmung. Es ist zu laut. So, ich würde vorschlagen, dass der Kollege Felix Martin mit dem Aufruf beginnt. Bitte schön. Ulrike Alex, nein. Tarek Al-Wazir, nein. Katrin Anders, nein. Lena Arnold, Sabine Bächle-Scholz, nein. Dirk Bamberger, nein. Jürgen Banzer, nein. Dr. Ralf Norbert Bartelt, nein. Elke Barth, nein. Alexander Bauer. Nein. Frank-Thilo Becher, nein. Holger Bellino, nein. Peter Beuth, Markus Bocklet, Michael Boddenberg, Christiane Böhm, Karl-Hermann Bolldorf, Volker Bouffier, Silvia Brünnel, Dr. Matthias Büger, Thailand Burcu, Ines Klaus, Miriam Dahlke, Wolfgang Decker, Christoph Degen, Frank Diefenbach, Angela Dorn, Tobias Eckert, Nina Eisenhardt, Arno Enners, Nancy Faeser, Dr. Horst Falk, Martina Feldmeier, nein. Thorsten Felsterhausen, Karina Fissmann, nein. Hildegard Förster-Heldmann, nein. Jürgen Frömmrich, nein. Sandra Funken, nein. Klaus Gagel, nein. Kerstin Geis, nein. Nadine Gersberg, nein. Lisa Gnadl, nein. Eva Goldbach, nein. Dr. Frank Grobe, nein. Vanessa Gronemann, Stefan Krüger, Gernot Grumbach, nein. Karin Hartmann, nein. Erich Heidkamp, nein. Christian Heinz, nein. Birgit Heitland,
Thomas Hering, Klaus Hermann, Priska Hinz, Heike Hofmann, Markus Hofmann, Andreas Hofmeister, Hartmut Honka, Knut John, Bijan Kaffenberger, Norbert Kartmann. Kehrt. Frank-Peter Kaufmann. Kaja Kinkel. Kai Klose. Wiebke Knell. Elisabeth Kuhler. Robert Lambrou. Jürgen Lenders. Thorsten Leveringhaus. Andreas Lichert. Angelika Löber. Frank Lorz. Ralf Alexander Lorz. Heinz Lotz. Felix Martin, nein. Daniel May. Nein. Markus Meissner. Nein. Hans-Jürgen Müller. Nein. Michael Müller. Nein. Karin Müller. Nein. Stefan Müller. Nein. Petra Müller-Klepper. Dr. Stefan Naas. Manfred Penz, Moritz Promny, Janki Pürsün, war der entschuldigt? Lucia Puttrich, Claudia Ravensburg, Michael Reul, Boris Rhein, nein. Volker Richter, nein. René Rock, nein. Günther Rudolph, nein. Michael Ruhl, nein. Max Schad, nein. Jan Schalauske, nein. Lukas Schauder, nein. Hermann Schaus, ja. Gerhard Schenk, nein. Heidemarie Scheuch-Paschkewitz, ja. Katrin Schleenbecker, nein. Mirjam Schmidt, nein. Heiko Scholz, nein. Dimitri Schulz, Armin Schwarz, Uwe Serke, Dr. Daniela Sommer, Sadet Sönmez, Frank Steinrath. Stierberg Oliver, Manuela Strube, Ismail Tippi, Oliver Ulott, Tobias Utter, Joachim Verhellmann, nein. Bernd Erich Vohl, nein. Matthias Wagner, nein. Astrid Wallmann, Alexandra Walter, nein. Kati Walter, nein. Thorsten Warnecke, nein. Sabine Waschke, nein. Marius Weiß, Dr. Ulrich Wilken, nein. Axel Wintermeyer, Walter Wissenbach, nein. Janine Wissler, Turgut Yüksel, Volker Bouvier. Herr Bouvier, darf ich noch Sie um Ihr Votum bitten? Nein. Habe ich schon verstanden, Herr Ministerpräsident. Konnte jetzt jeder seine Stimme abgeben oder hat noch jemand sein Votum nachzuliefern? Das ist nicht der Fall. Dann schließe ich die Abstimmung und darf die Schriftführer bitten, das Ergebnis auszuzählen.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie bitten, wieder Ihre Plätze einzunehmen. Das Ergebnis liegt vor. Wir haben 10 Kollegen, die nicht mit abgestimmt haben. Mit Nein haben gestimmt 118 und mit Ja haben gestimmt 9. Damit ist der Antrag abgelehnt. Ich komme zum Tagesordnungspunkt 85. Das ist der Dringliche Entschließungsantrag der Fraktion der Freien Demokraten betreffend A49, Drucksache 20-3755. Wer dem Dringlichen Entschließungsantrag zustimmt, den bitte ich um ein Handzeichen. Das ist die Fraktion der AfD, die Freien Demokraten, die SPD. Wer ist dagegen? Die CDU, Bündnis 90 die Grünen und DIE LINKE. Wer enthält sich der Stimme? Die fraktionslose Abgeordnete. Damit ist der Dringliche Entschließungsantrag abgelehnt. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 93. Das ist der Dringliche Entschließungsantrag der Fraktion der CDU und von Bündnis 90 die Grünen, Weiterbau der BAB 49, Drucksache 20-3777. Wer dem Dringlichen Entschließungsantrag zustimmt, den bitte ich um sein Handzeichen. Das ist die Fraktion der CDU und von Bündnis 90 die Grünen. Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion DIE LINKE, die Fraktion der Sozialdemokraten, die AfD und die Freien Demokraten und die fraktionslose Abgeordnete. Damit ist der Dringliche Entschließungsantrag angenommen. Tagesordnungspunkt 8, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein hessisches Ausführungsgesetz EID-Karte-Gesetz, Drucksache 20-3639 zu Drucksache 20-3458. Wer dem Gesetzentwurf in der Fassung der Beschlussempfehlung zustimmt, den bitte ich um sein Handzeichen. Das ist die AfD, die Freien Demokraten, die CDU, Bündnis 90 die Grünen, die Fraktion DIE LINKE. Wer enthält sich der Stimme? Die Fraktion der SPD. Wer ist dagegen? Das ist die fraktionslose Abgeordnete. Damit ist der Gesetzentwurf angenommen und zum Gesetz erhoben. Tagesordnungspunkt 9 ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Enteignungsgesetzes und der Justizzuständigkeitsverordnung, Drucksache 20-3640 zu Drucksache 20-3459. Wer dem Gesetzentwurf, darf ich um Ruhe bitten, wer dem Gesetzentwurf in der Fassung der Beschlussempfehlung zustimmt, den bitte ich um sein Handzeichen. Das ist die Fraktion Freie Demokraten, CDU, Bündnis 90 die Grünen, die SPD, die Linke. Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion der AfD und die fraktionslose Abgeordnete. Damit ist der Gesetzentwurf angenommen und zum Gesetz erhoben. Tagesordnungspunkt 10 haben wir in den Sieger verschoben zur Vorbereitung der dritten Lesung. Tagesordnungspunkt 11. Zweite Lesung, Gesetzentwurf der Fraktion der Freien Demokraten, hessisches. Haben wir auch dritte Lesung? Na, umso besser. Umso besser. Tagesordnungspunkt 12, zweite Lesung, Gesetzentwurf der Fraktion der CDU und von Fraktion Bündnis 90 die Grünen, das ist das QSL-Gesetz, Drucksache 20-3718 zu Drucksache 20-2786. Wer dem Gesetzentwurf in der Fassung der Beschlussempfehlung zustimmt, den bitte ich um sein Handzeichen. CDU, Bündnis 90 die Grünen. Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Das ist die Fraktion der AfD, die Freien Demokraten, die fraktionslose Abgeordnete, die SPD und die Fraktion DIE LINKE. Damit ist der Gesetzentwurf angenommen und zum Gesetz erhoben. Wir sind nach meiner Liste am Ende der Abstimmungen angekommen. Was machen wir mit den restlichen Tagesordnungspunkten ins nächste Plenum? Schieben wir ins nächste Plenum. Ich wünsche einen schönen Abend. Wir sehen uns im November wieder. Alles Gute bis dahin.